Boah, ist das kalt. Jetzt schnell unter die heiße Dusche. Oh, wieso ist denn das hier so kalt? Hat jemand die Heizung abgestellt? Hä? Die ist an, aber total kalt. Warum ist das so kalt? Wieso ist denn das so kalt? Das gibt's doch gar nicht. Das halte ich nicht aus. Guten Morgen, Peter. Morgen. Hast du gestern Abend die Heizung abgestellt? Es ist eisig bei uns im Haus. Habe ich nicht. Das Wasser ist auch kalt. Irgendetwas stimmt mit unserer Heizungsanlage wohl nicht. Ich gehe mal nachsehen. Jetzt bin ich aber echt neugierig, was da im Keller los ist. Mal schauen, komisch. Gestern lief sie doch noch. Ich glaube, sie ist kaputt. Komisch, komisch, komisch. Ehrlich gesagt verstehe ich ja auch nur Bahnhof, was hier so steht. Und? Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gar keine Ahnung. Aber so wie es aussieht, ist sie wohl kaputt. Ich rufe mal den Klempner an. Kann mir mal irgendwer sagen, warum es hier im Haus so kalt ist? Ich friere, Mama. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Greta. Unsere Heizung ist kaputt. Und draußen hat's gefroren. Ihr müsst euch warm anziehen. Echt? Hat es auch geschneit? Ganz wenig, nicht der Rede wert. Was? Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Wir haben Kinder. Das ist unzumutbar. Was ist los? Ach, die können erst morgen kommen. Hören Sie, das geht so nicht. Sie müssen heute kommen. Wir haben Minusgrade draußen. Es ist bitterkalt. Mama, dürfen wir raus? Ja, zieht euch nur warm an. Okay, das machen wir. Machen wir. Hey, Bello, du bist hier wohl der Einzige, der nicht friert, oder? Da muss man doch irgendwas machen können. Sie können uns doch nicht im Kalten sitzen lassen. Ach, können Sie doch. Na dann, bis morgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, der hat Nerven. Und was ist jetzt? Ach, der hat gesagt, heute hat er auf jeden Fall gar keine Zeit. Morgen kann dann erst jemand kommen. Aber Victoria, zum Glück haben wir noch unseren Kamin. Den mache ich jetzt schnell an. Aber erst muss ich noch Holz reinholen. Ist das kalt. Hä, was wollte ich jetzt hier draußen mit dem Korb? Ach ja, Holz holen. Mensch, Peter, wo bist du wieder mit deinen Gedanken? Oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Das Holz ist alle. Ich hab's vergessen zu kaufen. Wo kriegen wir denn jetzt so schnell noch Holz her? Das gibt es doch nicht. Da bin ich schon wieder. Nanu, wo ist das Holz? Ja, Holz. Da muss ich dir was sagen. Das habe ich irgendwie vergessen zu kaufen. Da gab es diese leckere Süßigkeit. Dann habe ich mir die gekauft. Und dann habe ich irgendwie vergessen, das Holz mitzunehmen. Ach nee, ne? Und nun? Tja, was soll ich machen? Ich werde natürlich versuchen, die Heizung jetzt selbst zu reparieren. Nein, das machst du nicht. Da muss ein Fachmann ran, Peter. Wirklich, sonst haben wir bald kein Haus mehr. Ach, Papperlapapp, Fachmann, ich kann das auch. So schwer kann das ja gar nicht sein. An die Heizung gehst du nicht ran. Ja, ist ja gut, Chefin. Wie schön das aussieht. Oh, wie cool, das ganze Wasser ist gefroren. Ja, wir können drauf Schlittschuh laufen. Aber wir haben doch keine Schlittschuhe. Greta, das macht doch nichts. Wir rutschen einfach auf unseren Schuhen. Ah, ist das rutschig. Oh nein. Alles gut, Anna? Bist du verletzt? Natürlich, das macht so viel Spaß. Los, trau dich, Greta. Na gut. Oh, Anna, das ist ja wirklich ganz rutschig. Komm, wir drehen uns im Kreis. Okay, das macht so viel Spaß. Ja, das ist voll cool. Ich fühle mich wie eine Eiskunstläuferin. Guck mal, wie ich mich drehen kann. Jetzt ich. Alles gut? Anna, mir ist ganz schwindelig. Ich glaube, ich werde wohl keine Eiskunstläuferin. Musst du ja nicht. Spaß macht es trotzdem. Das stimmt. Greta, was ist? Da unten ist meine Puppe. Was? Wie kommt die denn dahin? Ich habe sie im Sommer mal zum Schwimmen mitgenommen. Da muss ich sie vergessen haben. Na, das ist aber wohl schon eine Weile her. Da muss ich sie vergessen haben. Wie kriegen wir den denn da wieder jetzt raus? Gar nicht. Aber Anna, ich will sie doch wieder haben. Meine arme kleine süße Puppe. Sie vermisst mich bestimmt. Ja, aber erst wenn es wieder taut, können wir sie rausholen. Jetzt wird es leider nicht klappen. Och Mano, die Arme. Eine halbe Stunde später.
Mir ist ganz schön kalt. Wollen wir nicht reingehen? Ja, los, Anna. Mir ist auch kalt. Mama, uns ist so kalt. Setzt euch vor den Kamin, solange er noch an ist. Dort ist es schön warm. Und ich mache euch einen heißen Kakao. Lecker. Ich liebe Kakao. Oh, ist das schön. Hier, der Kakao. Danke, Mama. Oh, Mama, der duftet aber gut. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der Kamin ausgeht. Wird unsere Heizung nicht repariert? Nicht heute, nein. Die Handwerker sind ausgebucht. Wenn wir Glück haben, kommt morgen jemand. Aber wir haben ja den Kamin. Ja, aber leider haben wir kein Brennholz mehr. Papa hat vergessen, Neues zu besorgen. Oh je. 3 Stunden und 4 Kakaos später. Brrr, ist dir auch so kalt, Anna? Ja, ist es. Hier, ich habe ein paar Decken für euch. So ist es schon viel besser. Kriege ich auch eine Decke? Mir ist auch so kalt. Na klar. Auch der das Holz vergessen hat zu kaufen, bekommt eine Decke. Oh, Victoria, das war doch keine Absicht. War klar, dass du mir das jetzt vorwirfst. Bello, willst du auch zu uns? Na komm, für dich finden wir auch noch einen Platz. Rückt mal alle ein Stück. Wir könnten spielen, ich sehe was, was du nicht siehst. Von mir aus, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist weiß. Der Tisch? Nein. Die Schranktüren? Nein. Der Kamin? Nein. Die Wand? Nein, nun gebt schon auf, ihr kommt sowieso nicht drauf. Okay, wir geben auf. Es ist die Birke draußen. Na toll. Jetzt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Der Teppich? Nein. Die Schleife auf dem Kamin? Nein, nein. Das Muster in dem Bild da hinten? Nein, nein. Meine Handschuhe? Nein, nein. Das ist total schwer. Ich habe keine Ahnung. Der Igel in meiner Spielzeugkiste. Aber den sieht man ja kaum. Na und? Ich habe ihn gesehen. Puh, Leute, ich habe so einen Hunger und mir ist es einfach zu kalt, um aufzustehen. Ich weiß, was wir noch zu Brennholz machen könnten, damit uns warm wird. Und das wäre? Naja, wir könnten doch den kleinen Holztisch da hinten verbrennen. Niemals! Das ist mein Lieblingstisch. Na gut, dann eben nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt Burger essen. Da frieren wir wenigstens nicht. Juhu! Ja, Burger essen! Nee, Bello, du kannst leider nicht mit. Aber du kriegst nachher einen schönen großen Knochen. Oh, ist das schön warm hier. So ein Pech aber auch, dass gerade jetzt Oma und Opa und auch Jule und Chris verreist sind. Das wird richtig kalt heute Nacht. Also eigentlich können wir nicht zu Hause schlafen. Was bleibt uns denn übrig? Warum musste denn auch ausgerechnet jetzt die Heizung kaputt gehen? Was? Ihre Heizung ist kaputt? Ja, leider. Und es ist total kalt bei uns zu Hause. Aber heute Nacht wird es noch kälter. Das haben wir eben auf der Fahrt hierher im Radio auch schon gehört. Das geht nicht. Sie haben doch Kinder. Sie können nicht in einem kalten Haus schlafen. Uns wird nichts anderes übrig bleiben. Papalapap, Quatsch. Ich habe einen Heizstrahler. Den können Sie sich ausleihen. Was? Wirklich? Ja, natürlich. Ich brauche das im Moment nicht. Das ist wirklich nett. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich nett von Ihnen. Meine Güte, ist das hier eng und heiß. Genug kalte Räume haben wir. Du kannst gerne woanders schlafen. Also wir bleiben hier. Nee, alles gut. Ich will ja auch nicht meckern. Eine Woche später an einem sehr dunklen Tag. Es wird wärmer, Greta. Das Eis im Pool wird jetzt bestimmt schmelzen. Echt? Dann kann ich ja endlich meine Puppe rausholen. Ja, wir können ja beobachten, wie lange es dauert. Endlich habe ich meine Puppe wieder. Jetzt kommt sie endlich wieder ins Warme. Heute mache ich es kurz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Was mache ich jetzt nur mit dieser kleinen Eisscholle hier? Wen kann ich ärgern?